Auf den Rat derjenigen, die Verantwortung tragen. Auch wenn kein Experte es braucht, vielleicht nur ein wenig Zeit, aber ich glaube schon, dass es zu einer Lösung kommt. Gottkein Schäuble hat einen digitalen Speicher, einen Speicher, einen Speicher. Gottkein Schäuble hat einen digitalen Speicher und der speichert dort das Backup unserer Welt. Gottkein Schäuble hat eine Kamera im Lokus, im Lokus, im Lokus. Gottkein Schäuble hat eine Kamera im Lokus, seitdem ist der Stuhl ganz sicher und bequem. Gut, heute am 31. August haben wir den International Day of Privacy. Der wird weltweit und vor allem bundesweit mit Demonstrationen und Protestaktionen begleitet. Hier in Hamburg sind wir hier in St. Georg und haben hier eine Kundgebung und ein Infodorf aufgebaut, mit dem wir die Menschen nochmal auf die aktuellen Skandale und die Gefahren der Überwachung hinweisen wollen. Und vor allen Dingen auch für die nächste Woche, für den 7.9. für die Freiheit statt Angst nach Berlin mobilisieren wollen. Wie man im Einzelnen beim Verhalten von Telefon, in Internet und in sonstigen Kommunikationsformen sich schützen kann und dafür sorgen kann, dass man möglichst wenig bzw. gar nicht ausgespäht wird. Das ist für jeden Einzelnen wichtig, wenn es darum geht, dass seine Gesundheitsdaten möglicherweise in Gefahr sind, dass seine Kommunikationsdaten in Gefahr sind, dass er auf Terrorlisten landet, ohne dass er irgendetwas in der Form getan hat. All das kann passieren, ganz allein, weil Daten in falsche Hände geraten oder falsche Rückschlüsse erwirken. Gehen Sie zu den Ständen, informieren Sie sich bei allen Parteien, aber auch bei den Nichtregierungsorganisationen und berücksichtigen Sie bitte, dass es einige Parteien gibt, denen es nicht wert war, hier an diesem Bündnis teilzunehmen und heute hier zu sein. Das sind die Parteien, die Sie überwachen wollen. Und überlegen Sie sich sehr sorgfältig, ob Sie die am 22. September wählen wollen. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß und viel Erfolg und ich freue mich auf die Gespräche. Schönen Dank. Wir sind heute vom AK Vorrat hier. Wir sind ein überparteiliches Bündnis von allen Aktivisten in Deutschland, die sich frei über eine Mailingliste organisieren zu Datenschutzthemen. Wir haben uns ursprünglich vor mittlerweile über 7 Jahren gegründet, um gegen die drohende Vorratsdatenspeicherung uns zu engagieren. Und heute sind wir hier, um uns allgemein zur Verfügung zu stellen, Leuten, die interessieren in Datenschutz, unsere Informationsfreiheit und was man als Bürger, der gegen das tun möchte, tun kann, um etwas gegen die ganze Datensammelwut, die immer mehr zunimmt, zu machen. Deswegen sind wir heute hier und laden alle ein, mit uns zu reden und auch mit uns zu machen. Ich bin heute hier, weil ich für die Privatsphäre demonstrieren möchte und Leute darüber aufklären möchte, was derzeit los ist. Zum Beispiel Temporal Prison Index und alle anderen Geschichten, die jetzt derzeit aktuell sind und eigentlich schon länger aktuell sind, möchte ich hier an die Leute nahebringen. Als Anonymous Hamburg sind wir heute hier vertreten. Gottkein Schäuble hat eine Kamera im Lokus, seitdem ist der Stuhl ganz sicher und bequem. Sieht ihn euch an und dann singt alle mit, hey! Gottkein Schäuble, Sicherheit ist ganz. Generalverdacht. Wir haben uns nicht zu Schulden kommen lassen.
lassen und genau darum fordern wir uns Privatsphäre ein. Es ist egal, ob das unsere amerikanischen Freunde sind, die uns abhören und unseren Internet-Traffic überwachen und unsere eigene Regierung bei Demonstrationen filmt oder die Polizei, die die Demonstranten über ihre Handys und eine Funkzellenabfrage zu identifizieren versucht. Nahezu immer trifft es auch Unschuldige, Passanten, die zufällig in der gleichen Funkzelle unterwegs sind oder gerade shoppen. Oder aber den normalen Bürger, der an einem Militärkomplex spazieren gehen möchte. Aber auch unsere Kleinsten werden immer stärker überwacht. Auch wenn Sicherheit ein schönes Gefühl ist, sollten wir aufpassen, dass wir es nicht übertreiben. Wenn in Hamburg Schüler ihre Fingerabdrücke abgeben müssen, um Schulmilch zu bekommen, werden definitiv Grenzen überschritten. Aber auch als Eltern stellen diese Zeiten für uns Herausforderungen dar. Muss man wirklich jedes Grundschulkind immer erreichbar und immer ortbar sein? Wollen wir unseren Kindern wirklich das Gefühl geben, dass ihnen ständig auf die Finger geschaut wird? Haben wir nicht selbst in unserer Jugend die Freiheit genossen? Klar, jeder von uns hat seine Dummheiten gemacht, aber wir haben daraus nicht etwas gelernt? Hätten wir uns anders verhalten, wenn wir gewusst hätten, dass unsere Eltern alles wissen? Können wir ausschließen, dass wir uns als Erwachsene anders verhalten, wenn wir permanent überwacht werden? Es liegt an uns als Aktivisten, den Leuten genau diese Fragen zu stellen und zu beantworten. Wir wenden unsere Freizeit dafür auf, dass diese Fragen beantwortet werden und bedacht werden. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass diese Diskussionen auch in Zukunft nicht aufhören werden. Und dass es nahezu eine Lebensaufgabe wird, der wir uns stellen müssen, damit wir nicht irgendwann in 1984 aufwachen. Danke sehr.